Um Straftaten zu verhindern und aufzuklären, wird die Videoüberwachung auch in Deutschland immer weiter ausgebaut. Die Technik kann aber mittlerweile mehr als nur ein Bild festhalten. Gesichter schon während der Aufzeichnung erkennen zum Beispiel. Wie gut solche Programme unter Realbedingungen funktionieren, das wird von heute an am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet. Sicherheitsbehörden versprechen sich neue Erkenntnisse zur Vereitelung von Anschlägen. Datenschützer schlagen Alarm. Sie werden nicht nur gefilmt, sondern möglicherweise auch erkannt. Dafür erfassen wie hier demonstriert Kameras Gesichter von Passanten und gleichen sie mit einer Datenbank ab. Der Computer gibt Signal, wenn er etwa einen registrierten Gefährder, einen potenziellen Terroristen oder gesuchten Straftäter erkennt. Für den Test hat die Bundespolizei 3 Kameras im Berliner Bahnhof Südkreuz installiert, die den blau gekennzeichneten Bereich überwachen. So wollen die Beamten herausfinden, wie gut die Technik funktioniert und ob sie wirksam für die Fahndung oder Verhinderung eines Verbrechens eingesetzt werden kann. Es ist dann die Frage, welche Anwendungsgebiete sprechen tatsächlich dafür, solche Systeme einzusetzen. Das ist jetzt zum Beginn dieses Testlaufs einfach verfrüht. Hier irgendwelche Spekulationen zu treffen, ist sicherlich dann auch irgendwo eine Entscheidung der gesetzgebenden Gewalt, zu sagen, das ist möglich und das nicht. Kritiker sehen im Einsatz der Gesichtserkennung einen Gesetzesverstoß, etwa dadurch, dass das Recht gefährdet sei, sich frei bewegen zu können. Sie wissen ja gar nicht mehr genau, wo Sie erfasst werden, was auf dem Bildschirm auftaucht. Dann kommen Ihre Daten dazu, dass Sie werden sofort individualisiert. Das ist etwas, was wir so nicht wollen und was das Bundesverfassungsgericht auch nicht will. Die derzeit fehlende gesetzliche Grundlage umgeht die Bundespolizei für das Pilotprojekt dadurch, dass sie knapp 300 Freiwillige gesucht hat. Die haben sich für den Test registrieren und werden sich in den nächsten 6 Monaten filmen und möglicherweise erkennen lassen.